Freunde, willkommen zum neuen Video. Create Life 5 ist draußen, das coole Projekt mit dem Modpack. Mit der Create Mods, ganz viele andere Streamer sind dabei. Checkt die ab, folgt mir auf Twitch. Ich bin da jeden Tag live und wir werden das Projekt suchten. Viel Spaß mit der ersten Folge. Ich versuche alle zwei Tage ein Video hochzuladen. Viel Spaß. Ja, hast du schon mitbekommen, wir befinden uns jetzt plötzlich in der Luft. Die Idee ist tatsächlich, dass wir dieses Jahr mal was komplett Neues machen. Bis jetzt gab es Create immer auf einem sicheren Boden. Dieses Jahr verlassen wir den sicheren Boden und werden aus Create das erste Mal ein Skyblock-Projekt machen. Was das bedeutet, wer möchte es erklären? Im Grunde fliegen wir jetzt quasi ins ewige Void und von da aus kann dann jeder auf einer eigenen Insel oder Teams auf einer eigenen Insel starten und von da aus seine ganzen Ressourcen aus den Starter-Items farmen. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie einen großen Bohrer zu bauen und sich durch die Welt zu bohren, sondern man muss sich alles, dass man das alle Ressourcen farmen. Ich baue den Bohrer aus dem Nichts. Ich baue durch die anderen Inseln. Oh. Ich baue den Void-Bohrer. Das heißt, wir müssen uns wirklich alles aus dem erstellen, was wir am Anfang bekommen. Es gibt nichts externes. Das ist krass. Ihr könnt euch alles aus Das ist mal geil. Ihr werdet gleich, wenn wir auf dem Server sind, auch eine Starterinsel auswählen können. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitstypen. Es kann sein, dass von euch jemand sagt, ich bin ein richtiger Schwitzer, lass mal eine Hardcore-Map machen. Oder ihr sagt, nee, ich möchte lieber was Einfaches haben. Ihr könnt auch gemeinsam eine Insel betreten. Wir werden euch gleich erklären, wie das funktioniert. Aber erstmal haben wir noch eine kleine Showcase vorbereitet. Die befindet sich im Innern des Schiffes. Deshalb, die Ausstellung ist eröffnet. Schaut euch gerne an. Da seht ihr ein paar Dinge, die wir dieses Jahr dem Modpack hinzugefügt haben. Ja, den Fuchs geschlachtet. Jetzt ist gerade nicht anwesend, schon wird der Fuchs geschlachtet. Beta-Rüstung. Also das ist für die richtigen Schwitzer, ne? Genau. Ich aber wenn ihr diese Rüstung, dann kann es mal ganz kurz sagen, es gab letzte Staffel Leute, die gesagt haben, ja, ich brauche aber irgendwie ein finales Item, das ich herstellen möchte. Nein, und ihr habt wieder so eine kranke Fluid-Sache gemacht, ne? Oh mein Gott. Das ist schwer als ich. Soll ich das Schwierigste machen? Soll ich? Also ich bin beeindruckt, wenn es einer von euch schafft. Ich bin beim Fahrstuhl hier. Marco. Ich will's tryen. Dann schafft's, sag ich. Alter, wie viele neue Sachen gibt's hier bitte? Seht ihr das, Chat? Das ist doppelt so viel wie letztes Jahr. Und am Anfang wird es so sein, wenn wir gleich auf den Hauptserver gehen, dann werdet ihr euch eine Starterbase erstellen können und seid erstmal sehr weit voneinander entfernt. Ihr werdet am Anfang ein bisschen grinden müssen. Das End werden wir sehr spät erst öffnen, also wahrscheinlich so erst in 2 Wochen. Wir werden auch noch mit drüber abstimmen, wann wir das machen. Nether ist, glaube ich, schon von vornherein möglich, wenn ihr es schafft, ihn zu betreten. Und letzten Endes könnt ihr irgendwie alles möglich machen aus Void. Chat, ich baue einen Imbiss. Ich baue einen Imbiss. Höllenwurst-Imbiss. Es muss sein. Zur Höllenwurst. Ja. Aus diesem einen Baum, aus der Kiste, aus dem Dirt und den Eingeweiden von Space machen wir alles, was wir... Also, das stand so nicht im Plan. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit zu beginnen. Wir werden jetzt versuchen, aus diesem Baum alles zu machen. Das geht nämlich in diesem Projekt. Dafür gibt es sogar einen großen Advancement-Tree, den RGB Pixel angelegt hat, mit ganz vielen Dingen. Und Blizzard hat am meisten Ahnung von der Mob, deshalb machen wir jetzt was? Alles. Wir fällen einen Baum. Wenn wir den jetzt abbauen, dann haben wir doch ein Problem, oder? Dann fallen wir runter. Vergesst nicht, wir spielen Hardcore. Das heißt, wer stirbt, ist raus aus dem Projekt. Oh mein Gott, stimmt ja. Das haben wir ja gesagt. Nichts mehr abbauen jetzt. Kein Boden mehr abbauen. Leute. Ich habe gute Nachrichten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir mit Zink und Andesit das erste Mal Alloys machen. Hier. Das ist quasi der Hauptbestandteil von allem, was mechanisch ist. Was? Wie haben wir Alloys bekommen? Durch die Sonnenblumen und viel Arbeit. Wir haben Alloys, das ist geil. Das macht jetzt alles in Create. Was ich jetzt mache aus den Alloys ist, ich würde sagen, machen wir zweimal. Oder einmal mache ich jetzt Shafts. Ich tue die anderen Alloys hier rein. Das heißt quasi, das hier sind Stangen. Und auf das Zahnrad drauf setze ich mal das Wasser-Reel. Okay. Jetzt müssen wir hier so einen Kanal bauen, durch den später Wasser läuft. Jetzt, Tobi, lernst du, was heißt Create zu spielen. Wuhu! Energy! Es dreht sich. Das heißt, ab jetzt, yo! Wir haben unsere erste Maschine in Create Live gebaut. Ist so, Leute. Ja. Yeah. Das ist die erste Maschine. Wir haben's. Geil. Geil. Kann man das Energie schneller drehen? Ja. Ich versuch mich mal um mein Tobi? Zeug. Und ich hab Abitur. Ich hab auch Abitur und bin strunzdumm. Also. Ich will eine Whisk herstellen für einen Mechanical Mixer. Dafür brauche ich eine Press. Mit diesem Mechanical Mixer können wir nämlich dann Alloys herstellen mit Iron Nuggets und Andesite. Du verstehst? Ja, actually, das ist eine richtig geile Idee. Weil wir haben ja noch keine automatisierte Alloy-Produktion. Das bedeutet, ich habe den Base hin schon. Das bedeutet, den müssen wir dann hier unten rein. Komm mal. Oh, lecker. Ja, bist du vor mir? Weil ich lasse deine Karotte weg. Also ich brauche noch 6 Iron Nuggets. Hat jemand von euch? Ja, hier. Liegen hier drin. 5. Ich weiß es so sehr zu schätzen. Danke, dass du im Gegensatz zu Space endlich mal was hier beiträgst. Hey. Space. Okay.
So, ich habe eine Mechanical Press gemacht, Freunde. Jetzt schaut mal her. Ja. Schwuppdiwupp, Kartoffelsuppe. So. Und wir haben eine Mechanical Press. Jetzt müssen wir da Eisen reintun und dann bekommen wir Iron Sheets. Und mit diesen Iron Sheets können wir dann eine Whisk machen. Mit dieser Whisk können wir einen Mechanical Mixer machen. Wait. Warum hast du einen Basin gemacht? Da muss ein anderer Umsatz runter, ne? Das war nur, um die Spannung hier zu erhalten, damit wir jetzt einen lustigen Moment im Video haben. Oh, das wäre ein lustiger Moment gewesen. Das passt wie ich, als ich den Auflock weggeworfen habe. Wir haben gerade ein Problem, Freunde. Ich weiß nicht, wie das Item heißt, wo wir drauf pressen. Depot. Oh mein Gott, dankeschön. Depot. Dafür brauche ich... Oh mein Gott. Wait, das Depot kriegen wir mit einem Industrial Iron. Nee, warte mal. Nein. Du brauchst nur ein Andesite-Alloy und ein Andesite-Case. Ach, es gibt Andesite-Depot? Alter, guckt euch mal gerade... Guckt mal gerade rüber zum Sniffer. Der fühlt sich so ausgegrenzt gerade. Guckt mal. Ja, ich krieg den aus. So... Hier hausen Will Sniff, Taylor Sniff. Und schau mal, wir haben noch einen zweiten Torchflower. Sie, wir können noch eine zweite Torchflower gleich machen. Dann können wir die direkt weiter vermehren. Das ist dann Inzest. Jawoll, geil. Taylor snifft. Ja, was ist denn nur hier? Du hast eine schöne Lederrüstung, kannst du die abgeben? Ja, nee, zieh mal aus. Ich möchte bitte, dass du dich entkleidest. Ja, entkleide dich. Hier, das wie. Bro, er wollte mich splieben, ich war's gleichzeitig mit ihm. Oh mein Gott. Er hat ihn einfach straight umgebracht. Ah! Oh mein Gott. Ah! Ah! Nein! Nein! Was? Er ist gestorben. Au. Durch den Baum? Er ist durch den Baum gestorben, ne? Ja, oh mein Gott, der Baum hat ihn getötet. Ja, der Baum. Space. Nein, Space. Ja, war was? Also, ich hab noch extra dahinter den Baum. Space. Wir brauchen noch eine neue. Ich hab Will Sniff mit der Axt geschlagen. Nein, du hast ihn getötet? Ja. Du bist... Oh mein Gott, lass ihn hinrichten. Ja. Das war's für dich, Bro. Nein. Will Sniff. Will. Jan. Ja? Ich fand es nicht in Ordnung. Weißt du, was wir jetzt als Revanche machen? Der nächste Sniffer, der kommt, der muss dann der Sohn sein, also Jaden Sniff. Ja, okay, es werdet. Okay. Ach, Mann. Tod durch Amboss. Nein, bitte nicht. Doch, wir richten dich auf jeden Fall einmal hin. Einmal müssen wir dich dafür hinrichten. Leute, bitte keine Bäume mehr dort anpflanzen. Das ist ganz schlecht. Wir müssen mal ab und zu gucken wegen Sniffer. Oh mein Gott. Torchflower Seed! Wait, das ist doch die, die wir brauchen, oder nicht? Oder spinne ich gerade? Moment mal, Chat. No way. Wir können's tun. So, meine Kinder. Ja, kommt mal her. So, ich gucke euch jetzt zu. Plopp. Und rausgeflutscht, das Teil. Wo ist es? Wo ist es denn? Achso, ich hab's im Inventar. Ach, Digga, stimmt, sie ein Ei. Och, Mann. So, wie nennen wir das Baby? Sniff das Mom, Jack the Sniffer, Jane Sniff, Willy will sniffen, Sniff Ashley. Mann.